Im TV-Interview, Sean Penn steckt sich eine Zigarette an. Ziemlich zerzaust und schief grinsen, so erschien Schauspieler Sean Penn, 57, in der Latte-Show von Talkmaster Steffen Kohlbart, 53. Eigentlich sollte er bei diesem Auftritt sein Buch Bob Hone WHO Justo Stuf, A Novel promoten, doch so richtig bei der Sache war der Autor offensichtlich nicht. Der Hollywood-Star erklärte das TV-Studio kurzerhand zum Rauchbereich und zündete sich wie selbstverständlich ein Kippchen an. Schon bei seiner Ankunft war klar, dass irgendwas nicht stimmte. Gestand gleich zu Beginn des Gesprächs, dass er vermutlich nicht ganz auf der Höhe sei, weil er in der Nacht zuvor ein Schlafmittel eingenommen habe. Also, mit anderen Worten, du bist jetzt noch ziemlich verschlafen? Fragte seinem Gast. Ein wenig vielleicht, antwortete er. Dann lehnte sich der 57-Jährige entspannt zurück und zückte seine Zigarettenschachtel. Das Publikum zeigte sich hörbar amüsiert und auch sein Gegenüber nahm die Aktion gelassen und reichte dem verschlafenen Leinwandstar sogar einen Aschenbecher. Der Gastgeber war sich allerdings nicht ganz sicher, ob qualmender und leicht benommener Auftritt wirklich den Tabletten geschuldet war. Schließlich sei er für seine entspannte Art bei Interviews bekannt. Die Zuschauer hatten jedenfalls große Freude an der trägen Performance des Filmemachers.